Heute ist der Sonntag Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes. Der Hirte, die Figur des Hirten, ist für diesen Sonntag ganz besonders wichtig. Und ich bete einen Psalm, beten Sie ihn gern mit, der bekannteste unter allen ist. Ein Psalm, den wohl Flüchtlinge gebetet haben. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Diesen Psalm können die meisten, die in der Konfirmationszeit Psalmen auswendig gelernt haben, noch bis ins hohe Alter. Mit den Konfirmanden, Konfirmandinnen habe ich ihn auch nicht nur gelernt, sondern bin ihn durchgegangen. Was bedeutet das denn? Du schenkst mir voll ein, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein gütiger, behütender Gott, der für uns da ist, wie ein Hirte für die Herde, für die er verantwortlich ist. So viele Hirten sehen wir in unseren Breiten nicht mehr. Als Kind war ich oft in der Lüneburger Heide auf einem Bauernhof, wo es eine Heidschnuckenherde gab. Wir durften die kleinen Lämmer mit der Flasche füttern. Das war für mich als 10-11-Jährige ganz besonders beglückend. Beeindruckt hat mich, wie der Hirte, der Hüter der Herde, wenn er mit denen über die Heide zog, ganz gelassen da stand und doch zugleich immer aufmerksam war. Aufmerksam auf die kleinen Lämmer und die großen Tiere, dass keines verloren ging. Und nicht nur der Hund lief um die Herde, sondern er war mit den Augen überall und sorgte dafür, dass es seiner Herde gut ging. Ein Hirte ist jemand, der aufmerksam und wachsam ist, liebevoll zu seinen Tieren sein muss, damit es ihnen gut geht, und der zugleich sehr verbunden mit der Natur ist, sich auskennt in der Gegend, sich mit den Pflanzen auskennt, die gut sind für die Tiere und nicht, der oft auch Geburtshelfer sein muss und darauf achten, dass die Tiere gesund bleiben. Hirte auf Lateinisch bedeutet Pastor. So ist der Titel für die Hirten und Hirtinnen der Gemeinde. Manche sagen, wir sind doch nicht dumme Schafe und ihr unsere Hüter und Hirten. Schafe sind nicht dumm. Wer einmal mit Schafen unterwegs war oder sie besser kennt, der weiß, Schafe sind sehr unterschiedlich. Und es gibt sogar Krimis, die von Schafen erzählen, die eine ganz eigene Sozialkultur haben. Und zugleich bedeutet es, wir alle sind Hirten und Hirtinnen in unserer Gemeinde, für andere da sein und wir haben jemand, an dem wir uns orientieren können. Denn der gute Hirte ist Gott und der gute Hirte in seinen Fußstapfen ist Jesus Christus für uns. Und so können wir das, was einen guten Hirten ausmacht, Sorgen für andere, Dasein, auch in Krisenzeiten, durch das dunkle Tal führen, einfach Dasein, zuhören, als Hirten und Hirtinnen miteinander und zugleich Bedürftige und Zuhütende, wie alle Tiere, die gehütet werden müssen und in gewisser Weise auch wir selbst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.